So, ich habe eben in der Pause mit meiner zukünftigen Ex-Freundin telefoniert. Und mich deswegen spontan entschlossen, einfach also Heiter im Wächst zu machen. Beim Thema zu bleiben, welches da lautet, Sexualhygiene. Sexualhygiene, wichtiges Thema unserer Zeit. Vielleicht noch eine Sache, ich bin kein Literat, also ich mache keine Bücher. Bücher habe ich selbst zu Hause. Tausende, und es nervt. Ich kann die nicht wegschmeißen. Das ist wie mit zukünftigen Ex-Partnern. Man will das Buch nicht wegtun. So, jetzt bin ich natürlich völlig falsch, weil es ist ein sehr trauriger Text. Ja, also vielleicht kurz an Dorfhagen denken. Instantly depressiv. Waren Sie mal in Hagen? Gut durchgefahren. Punkt an den Herrn hier vorne. Ein Landbier für den Herrn. Landbier ist übrigens sehr gut, denn es ist mild und würzig im Trunk. Ja. Nicht etwa im Kau. Sehr bierig. So. Aber in Redias Mädchen. Ich bin trausaurig. Trea-trea-saurig. Ich bin trupa-saurig. Ich stehe am Bock. Ich bin Pferd und fixig. Weit nicht mehr weißer. Ich Mann nicht kehr. Ich hauche Brilfe. Denn ich bin Frieda. Why? Was ist passiert? Meine Freundin. Nein. Freine Freundin. Freine Freundin hat mit mir Musterschlacht. War Julia Pech gerührt. Sie lacht mich verhassen. Sie hat Musterschlacht. Und zwar fair. Fair Facebook. Alkohol. So macht man Hass. Deute. Das ist deep. So macht man Hass. Deute. Das Schallerlimmste. Das Schallerlimmste. Der Altmann jedes Traumes. Was ist der Altmann jedes Traumes? Seriell, monogam, heteronormativ? Frieden einer Wau! Frieden einer Wau! Sie friert jetzt eine Lau. Sie hat sich eine Lau verfriedet. Sie hat mich wegen einer Lau verfasst. Sie friert jetzt auf Stauen. Man kuss es einfach mal monstertieren. Also man kuss es mal monstertieren. Sie hat jetzt Frex mit einer Sau. Frex mit Sauen. Bindet sie jetzt fester? Ja. Ossi. Also, ist so.
Schachtelstrich. Da kann man als Mann nur die Streichen sägen. Da kann man nur die Straffen decken. Da kann man nur partitulieren. Reprise. Ich bin Frieda. Why? Das ist was hier. Wir traben uns gehemmt. Das Haus ist in uns. Wir tüssen leider mitweilen. Wir wehen gegähnte Träge. Unsere Träge wenden sich. Wir sind beide tungröslich. Aber es hat einfach nicht gehasst. Wir haben uns einfach aufeinander geägt. Aufeinander geägt. Wir finden einfach keine gemeinsame Phase. Ich habe einen Affen gemalt, der sieht aus. Man kann übrigens diese Texte auch bei mir bekommen. Von mir. Der Preis beträgt einen Stundenlohn. Ja, ich brauche eine Stunde, um so einen Text abzuschreiben. Und die Wünsche sind nur wieder haben. So fairer Deal, eine Stunde meiner Zeit, gegen eine Stunde ihres. Wie hoch der Stundenlohn ist, das liegt ganz beim Kunden. Ich bin allerdings schnell beleidigt. Okay, zurück. Wir haben uns auseinander. Wir binden einfach keine gemeinsame Phase. Wir weben in verliehenen Schelten und wir schweben in verliehenen Elten. Essen ungedachtet, laben wir uns sehr gehiebt. Wir laben uns sehr gehiebt. Wir haben es leer gesiebt. Unsere Tiefe war sehr lieb. Und leer scheidensaftlich. Gut, ich verstehe natürlich die Unruhe, die an dieser Stelle immer auftritt, aber ich muss dazu auch einfach mal sagen. Ich denke mir das ja nicht selber aus. Ne? Das steht einfach, ich muss das dann nehmen und laut vortragen und leer scheidensaftlich. Aber es hat nicht sollen, nein! Der Bekanntenkreis war natürlich schon länger in Raufkur. Man krunkelte von Niese, man spannte eine Spürung. Man sagte sich ernsthaft morgen. Man vermaut sich das Reis, ja? Am besten, dass sich die Lalken biegen. Ne? Schnull sind der oder die Schädigen ausgemacht und man hält über sie fair. Also mir persönlich geht dir das Gelegte der Reute am Barsch vorbei. Mir ist geißenschal, was die Leute lenken. Ich wehe meinen Geg in a won't book leg. Ich schuss nach vorne, Maul. Das weibliche Gemächt schlagt mich. Das weibliche Gemächt schlagt mich, das geistig Schwanzgelag. Von früher. Und die Feld ist Woll. Die Feld ist Woll mit frönen Schauen. Die Feld ist Woll mit weißen Heibern. Fett ist voll mit liebenswerten Lahmen, mit lebensstustigen Studentinnen, mit reißen Hockerbräuten. Sie maten nur auf Fisch. Ich herde sie alle waben. Das ist meine Lieblingsstelle. Ich herde sie alle waben. Ich werde Leine auskassen. Ich werde auf die Hacke kauen. Ich werde alles dicken, was nicht bei frei auf den Bäumen ist. Ich werde alles bammeln, was nicht bei drei auf den Räumen ist. Und ich werde alles bögeln, was nicht bei frei auf den Däumen ist. Und ich werde doch mein krankes Heil nicht herzen können. Oh. Ja, genau, das steht auf mir. Oh. Ja, Ossi. Ja, na. Das Liebesspiel im Rosenhain
treibt Dornen in die Hosen rein. Ich kasse den Hopf, nicht Längen. Sprüher oder Väter? Sprüher oder Väter? Sprüher oder Väter wird die Tichtige schon aufrauchen. Und bis dahin gilt, die ohne Schimmer schone immer. Neid erlischt leider nicht. Altes aus, altes Haus. Gut egal, gute Wahl. Heiter winken, weiter hinken.